Ich weiß nicht. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Ja, es ist alles ein bisschen traurig hier. Es ist ein bisschen traurig, dass das die sechste Haushaltsdebatte ist, der wir beiwohnen. Und irgendwie ist das jedes Mal, ja, das werden wir noch sehen. Und irgendwie ist das jedes Mal derselbe. Ich warte kurz, bis Sie hier mit den Gesprächen fertig sind, dann gut. Also, ist der sechste Haushalt, das sechste Haushaltsverfahren, das wir miterleben, und jedes Mal ist das der gleiche Bullshit, um es auf Deutsch zu sagen. Die Regierung lehnt jeden noch so sinnvollen Änderungsantrag ab. Die FDP geht jedes Mal einfach mit dem Rasenmäher über den Haushalt und will so die Netto-Neuverschuldung senken. Und die CDU, die fordert mal wieder die Einführung von Studiengebühren und will mal wieder den Haushalt konsolidieren. Arbeitsplätze. Herr Kollege Marsching, gestatten Sie mir den Hinweis, dass ich Sie doch bitten möchte, bei aller Klarheit der politischen Auseinandersetzung sich einer Sprache zu befleißigen, die diesem Parlament angemessen ist. Einfach nur mit Blick auf Ihre Eingangssätze, vielleicht für den weiteren Verlauf Ihrer Rede. Auch wenn das in der englischen Übersetzung war, wenn Sie wissen, was ich meine. Okay. Ja, danke schön. Okay, ich versuch's. Schwierig, ehrlich zu bleiben. Gut, also nochmal, die CDU fordert die Einführung von Studiengebühren und die CDU will den Haushalt konsolidieren. Wir reden über Arbeitsplätze, 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 Wachstum, Wachstum, Wachstum. Die innere Sicherheit muss gestärkt werden, die Bürokratie muss abgebaut werden. Wir brauchen eine strukturelle Haushaltskonsolidierung. Und für alles braucht es eine Gegenfinanzierung. Und wie immer spielen wir das alte Spiel aus das Leben des Brian. Er war's, sie war's. Und das alles geht komplett an der Realität vorbei. Teilweise geht es hier sogar am Haushalt vorbei, wenn überhaupt nicht über den Haushalt geredet wird. Und ich kann Ihnen sagen, da haben viele Leute keinen Bock mehr drauf auf diese Rituale. Und viele verstehen das nicht mehr. Und viele verstehen nicht, warum wir hier nicht über die Zukunft reden. Herr Laschet, wenn ich Ministerpräsidentin wäre, dann würde ich hier Tacheles reden und würde auch sagen, was ich vorhabe. Und dann würde ich die Probleme benennen, und zwar diejenigen, da wo der Schuh am meisten drückt. Die hohe Kinderarmut, die hohe Arbeitslosigkeit, das wenige Wirtschaftswachstum, die bröckelnden Brücken. Wir haben zerfallende Straßen, wir haben Kita-Kollaps, wir haben Verkehrskollaps, wir haben ein marodes Bildungssystem, wir haben kaum Mitwirkungschancen und kaum Aufstiegschancen. Das ist Nordrhein-Westfalen im Jahr 2016. Das sind die Probleme der Menschen, und diese Probleme, die hat die rot-grüne Landesregierung zu verantworten, denn sie hat in der ganzen Legislaturperiode hier gepennt. Der Zustand von Nordrhein-Westfalen ist kein Naturgesetz. Und ich greife hier nicht das Land Nordrhein-Westfalen an, sondern die schlechte Politik der Landesregierung. Schon seit Jahren haben wir im Haushalt eine fehlende Investition in die wirklich wichtigen Zukunftsthemen. Die Investitionsquote dieses Jahr liegt bei knapp 9%. Gerade mal 9%. Sie verwalten, statt zu gestalten. Sie schauen zu, statt endlich zu machen. Sie lassen zurück, statt mitzunehmen, und sie schieben ab, statt willkommen zu heißen. Das ist die Regierung Kraft-Löhrmann. Wenn ich Ministerpräsidentin wäre, dann würde ich einen anderen Haushalt machen, nämlich einen ehrlichen Haushalt und keine Fake-Finanzen. Und dazu muss man, wenn man ehrlich ist, einfach tief in die Schatztruhe reingreifen, und dazu muss man sich zur Not auch verschulden. Und jetzt kommen Sie mir nicht mit der Schuldenbremse. Ich höre es schon wieder. Die Schuldenbremse ist auch kein Naturgesetz, genauso wie der schlechte Zustand dieses Landes. Die Schuldenbremse ist eine politische Entscheidung der Union und der SPD im Bund gewesen, und das kann man gerade rücken. Okay, lassen wir das mal so stehen. Wir können uns
zufällig ins Grundgesetz gekommen. Im Land können wir nichts an der Einnahmeseite machen. Und das heißt, oder sagen wir sehr wenig, bevor da auch wieder Zwischenrufe kommen. Und das heißt, die Schuldenbremse ist für das Land immer eine Ausgabenbremse. Damit fesselt sich das Land selber und damit schnüren wir uns selber die Luft zum Atmen ab. Denn solange Großkonzerne wie Apple, wie Google, wie Amazon und Co., solange die Steuerschlupflöcher ausnutzen und Steuern bezahlen im Promillebereich, solange raubt die Schuldenbremse den Kindern in diesem Land ihre Zukunft. Steuern sparen zu lassen auf Kosten der Schwächsten in unserer Gesellschaft, das lehnen wir ab. Und ich verstehe nicht, wie blind Sie alle sein können, dass Sie das nicht sehen, und wie das sein kann, dass wir die Einzigen hier im Landtag sind, die sagen, die Schuldenbremse ist schlecht für dieses Land. Sie reden immer wieder von Generationengerechtigkeit. Aber generationengerecht ist es doch nicht nur, wenn wir über Verschuldung reden, sondern wenn wir darüber reden, wie es um die Zukunft der Kinder aussieht und um die Investitionen aussieht. Wer nicht in Bildung investiert, wer die wichtige Infrastruktur verkommen lässt, der vergeht sich doch an der Generationengerechtigkeit. Und bei den heutigen niedrigen Zinsen, der Herr Lindner hat es gerade alles gesagt, auch wenn er mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr zuhören will, aber komm, ist egal. Wir haben Ihnen übrigens auch zugehört, das möchte ich nur noch mal gesagt haben. Bei den heutigen niedrigen Zinsen, die der Finanzminister zahlen müsste, die Argumente sind gerade alle von der FDP gekommen, da grenzt es quasi an Wahnsinn, nicht zu investieren und jetzt keine Schulden aufzunehmen, um das Land fit für die Zukunft zu machen. Genau jetzt müssen wir Geld in die Bildung stecken. Genau jetzt wäre es einfach, das Land fit zu machen für die digitale Zukunft. Genau jetzt ist der kritische Moment, wo wir Weichen stellen können, dass wir alle Menschen im Land mitnehmen und nicht nur Google und Apple und Amazon und Co. Genau jetzt ist es doch viel schlimmer, wenn wir nichts machen und immer nur den Stillstand herbeisehen und bremsen und bremsen. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Genau jetzt bedeutet sparen, arm zu sein in der digitalen Zukunft. Und zwar arm an Wachstum, arm an Innovationen, arm an sozialer Verantwortung und arm an Chancen und arm an Möglichkeiten. Nicht in die Zukunft zu investieren, das ist die schlimmste Form der Verschuldung. Denn wer nicht in die Zukunft investiert, der entzieht sich seiner Verantwortung, seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir entscheiden, hier und heute, dann müssen Sie entscheiden. Entweder übernimmt das Land die Kita-Finanzierung oder die Eltern müssen Beiträge zahlen. Entweder saniert das Land die Straßen, oder die Autofahrer müssen bald Mautgebühren zahlen, und zwar an geldgeile Hedgefonds wegen der ÖPP-Projekte. Entweder sorgt das Land für kostenfreie Bildung, oder die Studenten müssen Studiengebühren zahlen. Gebühren, Abgaben, Maut, am Ende geht es immer um die private Verschuldung von Menschen in diesem Land, wenn wir das Geld nicht in die Hand nehmen. Und das ist finanzpolitisch einfach völliger Unsinn. Wir wollen, dass sich das Land um die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben kümmert und dass die Schuldenbremse nicht den Menschen ins Portemonnaie greift. Denn das ist am Ende das, was dabei rauskommt. Wenn ich Ministerpräsidentin wäre, dann hätte das Land einen ehrlichen Haushalt und keine Fake-Finanzen. Und ein ehrlicher Haushalt braucht eben mehr Ausgaben. Und zwar in Höhe von mindestens den von uns geforderten 4,25 Milliarden Euro. Und das ist nur ein Anfang. Wir haben mehr als 60 Anträge vorgelegt. Und allein die drei größten haben einen Umfang von 3,5 Milliarden Euro. 3,5 Milliarden Euro für Aufgaben, die verschwinden nicht von selbst, nur weil sie hier entscheiden, na, die Anträge der Piraten, die lehnen wir mal ab. Die Probleme bleiben bestehen und Sie müssen sie angehen. Und Sie dürfen sich dann nicht von der schwarzen Null was anderes diktieren lassen. Am Montag haben wir eine Aktuelle Stunde beantragt. Die wurde mal wieder abgelehnt. Da reden wir dann wahrscheinlich morgen drüber. Und stattdessen machen wir wieder Wahlkampf-Plemplem. Aber es geht um kritische Infrastruktur. Kritische Infrastruktur. As known as lebenskritische Infrastruktur. As known as IT-Sicherheit in Krankenhäusern. Jetzt kommen wieder diese blöden Piraten mit ihrer IT.
Aber IT-Sicherheit ist eben kein reines Nerd-Thema. Da geht es am Ende im Krankenhaus um Leben und Tod. Mehr als 30 Krankenhäuser sind angegriffen worden in den letzten Monaten auf digitalem Weg. Einige EDV-Systeme dieser Krankenhäuser sind infiziert worden. Da mussten sich am Ende diese Krankenhäuser von der Notversorgung abmelden. Und das bedeutet, dass Patienten verlegt werden müssen. Und das bedeutet, dass wichtige Operationen verschoben werden müssen. Und das war ein harmloser Angriff. Und ich frage mich, muss denn erst jemand sterben auf dem OP-Tisch, bevor Sie das irgendwie mal verstehen? Mann! Aber Hauptsache, wir halten die Schuldenbremse ein. Mann! Die Menschen gehen auch in Krankenhäuser und sie verlassen sich doch darauf, dass sie da nicht nur saubere OPs finden und gut ausgebildete Ärzte, sondern dass eben auch das Netzwerk sicher ist und dass die Maschinen sicher sind. Die Gefahr geht doch heutzutage nicht nur aus von multiresistenten Keimen, sondern wir reden eben auch über multiresistente Viren. Und das müssen Sie endlich mal angehen. Das Gesundheitsministerium Ich komme da gleich noch mal drauf zurück, wenn die Ministerin wieder da ist. Jetzt muss ich eben gucken, wo ich hingehe. Die Experten? Nee, kann ich auch nicht machen. Gut, Frau Kraft, Ihre Gesundheitsministerin, die sagt, wir haben kein Geld. Und außerdem sind wir auch nicht zuständig. Ich sage Ihnen, beides ist falsch. Das Land muss sich kümmern, das Land hat diese Aufgabe und natürlich müssen wir uns auch um die Finanzierung dieses Landes kümmern. Die Experten sagen uns, dass das Sicherheitsniveau in den Krankenhäusern teilweise auf dem Stand der 80er und der 90er Jahre ist. Das haben wir hier in den Anhörungen gehört. Viele Krankenhäuser benutzen immer noch standardmäßig Windows XP. Da gibt es seit 3,5 Jahren noch nicht mal mehr ein Update zu von Microsoft. Wie kann man das bitte verantworten? Ich verstehe das nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum die Ministerin sich das nicht anhören will. Aber ist egal. Ich überspringe das jetzt einfach. Vielleicht sage ich ihr das gleich nochmal im Privaten. Sehr strange. Ja, ich kann das auch nicht. Und trotzdem habe ich hier allen Rednern bisher zugehört. Und ich werde auch weiter bis zum Ende der Haushaltsdebatte hier sitzen. Weil mir das wichtig ist, der Haushalt dieses Landes. Ihnen ja auch. Sie sind ja auch hier. Ja, so ist das System. Machen wir es anders. Ein flächendeckendes Datenschutzmanagement kostet ungefähr 100.000 Euro pro Krankenhaus. Wenn ich das hochrechne auf alle Krankenhäuser, sind wir bei 36 Millionen Euro. Wenn ich das Personal schule, was viel wichtiger ist, weil einige Angriffe sind eben Social Engineering, dann kostet das gerade mal 200 Euro pro Beschäftigten. Das rechne ich hoch, 247.000 Beschäftigte bin ich bei 50 Millionen Euro. Dazu kommt noch Hardware. Ungefähr 1,3 Millionen pro Krankenhaus, sagen die Experten, sind also 500 Millionen Euro. Wir brauchen 600 Millionen Euro für die IT-Sicherheit im Krankenhaus, bevor uns jemand auf dem OP-Tisch einfach wegstirbt. Und wenn wir das nicht machen, und Krankenhäuser werden gezielt angegriffen, und die Angriffe gibt es jeden Tag, dann haben wir bald Regionen, da kann die Versorgungssicherheit des einzigen Krankenhauses, das da überhaupt noch gibt, gefährdet sein. Dann haben wir bald sensible Patientendaten, die in die Hände von Kriminellen geraten. Und dann werden nicht die Krankenhäuser erpresst, sondern die Patienten selber. Dann haben wir Zugriff auf medizinische Geräte, wie es schon passiert ist in Krankenhäusern. Und wenn dann plötzlich so eine automatische Injektion da losgeht, dann muss ich kein Arzt sein, um zu verstehen, was das bedeutet, wenn da die falschen Medikamente zum falschen Zeitpunkt in der falschen Dosis kommen. Aber gut, ich höre auf mit den Krankenhäusern. Machen wir weiter mit den Kindergärten. Unser zweiter Punkt. Seit 2008, ja, ah, da sitzt sie doch, nein. Ich habe erst Ja gesagt, dann hingeguckt, dafür muss ich mich entschuldigen, falsch rum. Seit 2008, und Frau Kampmann, da waren Sie noch nicht da, ich versuche das jetzt einigermaßen auseinanderzukriegen, aber seit 2008, zumindest Frau Ministerpräsidentin, meckern Sie und meckern Sie und meckern Sie am Kiebitz rum. Was ich vollkommen in Ordnung finde, das Kiebitz muss unbedingt besser erneuert werden. Seit 2010 war diese Landesregierung, war Rot-Grün an der Macht und Macht kommt von Machen und dann wurde aber erstmal beschlossen, wir machen nichts, wir wollen nichts überstürzen. Macht kommt von Machen und nur dieser Hashtag machen wir, das ist zu wenig, denn gemacht wurde nichts. Die wesentlichen Probleme wurden nicht angegangen, es wurde nur rumgedoktert und alle Punkte, die man eigentlich ändern wollte,
die wurden eben nicht geändert. Und jetzt haben wir 7.000 Kitas. Die Meldung kam rein, 7.000 Kitas können nicht mehr kostendeckend geführt werden. Aber die Landesregierung hat ja beschlossen, nichts überstürzen. Jetzt fehlen 15.600 Fachkräfte. Aber wir wollen ja nichts überstürzen. Die Lage wird immer schlimmer. Letztes Jahr war dann der Kita-Streik. Kann sich noch jemand erinnern vielleicht? Also wenn Sie sich nicht erinnern können, die Eltern können sich ganz sicher erinnern und vor allen Dingen die erwerbstätigen Eltern, die eben ihre Kinder nicht mehr in die Kita bekommen haben, sondern die mussten gucken, wo die Kinder dann bleiben. Inzwischen haben sie da ein bisschen nachgebessert. Okay, aber die Träger der freien Wohlfahrtspflege, die sagen immer noch, es reicht nicht, die Kosten sind nicht gedeckt und die können kein Geld zaubern. Wir haben steigende Betriebskosten. Wir haben einen unterirdischen Betreuungsschlüssel. Die 15.600 Fachkräfte fehlen. 7.000 Kitas sind unterfinanziert. Das ist Kampmanns Kita-Kollaps. Die Kinder haben ein Recht, ein verbrieftes Recht auf Bildung. Und frühkindliche Bildung findet in der Kita statt. In der Kita sollen Benachteiligungen aufgefangen werden und da sollen die Chancen der Kinder verbessert werden. Und ich verstehe nicht, wie Sie sich dann noch trauen können zu sagen, wir nehmen uns die Zeit, die wir dafür brauchen. Die Zeit dafür ist jetzt, denn so macht man Lebenschancen kaputt. Applaus 2015 haben Sie dann gesagt, naja, wir machen das mittelfristig. Nichts überstürzen. Seit einer Weile heißt es nach der Wahl. Naja, immerhin. Immerhin. Sie sind ja konsequent mit Ihrem Nichts überstürzen und schieben und schieben und schieben. Aber jedes weitere vertrödelte Jahr gehen 160.000 Kinder in die Schule und haben eben nicht die Chance eines neuen Kiebitz. Und ich habe die Befürchtung, dass bis Sie es geschafft haben, hier das Kiebitz zu erneuern, dass die ersten Kiebitz-Kinder inzwischen ihr Abitur gemacht haben. Und zwar mit G9. Die freien Wohlfahrtsverbände, oh, wieso Schule, das ist... Ja, weil Sie hier seit 2003 an dieser Kiebitz-Erneuerung, über diese Kiebitz-Erneuerung reden und seit 2008 rummeckern und es passiert nichts und passiert nichts und passiert nichts. 2003 war falsch, es war 2008 und es passiert nichts und bis die Kinder dann irgendwann mal von dem Kiebitz profitieren könnten, haben die doch lange ihr Abitur gemacht, da ist die Schulzeit doch schon rum. Wie lange wollen Sie denn noch warten, bis da mal was Neues kommt? Die freien Wohlfahrtsverbände, die machen klar, wir brauchen jetzt 1,5 Milliarden Euro, das ist die Unterfinanzierung, die wir haben. Und wenn ich das hochrechne auf alle Kindergärten in Nordrhein-Westfalen, komme ich auf 2 Milliarden Euro. Und das ist genau unsere Forderung. Das müssen wir ausgeben. Sie können aber nicht weiter die Füße hochlegen und warten bis nach der Wahl. Wir müssen jetzt das System von dem Zusammenbruch bewahren und nicht erst 2019 und nicht erst 2025 oder irgendwann. Die Träger sagen ganz klar, wenn nichts passiert, dann müssen im nächsten Jahr die ersten Einrichtungen geschlossen werden. Ist das das, was wir wollen, dass Kinder nicht mehr betreut werden können, weil die Plätze wegfallen? Ist das immer noch diese Landesregierung, die kein Kind zurücklassen will? Ich verstehe das persönlich nicht und ich erinnere Sie noch mal an die erste Haushaltsrede, erste Lesung. Diese Achse der Abgehängten, wenn wir Leute haben, die ihre Kinder nicht in den Kindergarten schicken können und die es eben nicht privat kompensieren können, weil sie die FDP-Wähler sind, weil sie die Kohle haben und weil sie einfach in den privaten Kindergarten gehen. Da müssen wir aufpassen, da werden Leute abgehängt und das darf einfach nicht passieren. Aber Hauptsache, wir halten die Schuldenbremse ein, weil das ist ja generationengerecht. Und dann machen wir demnächst freitags hier statt einem Veggie-Day so ein schwarze Null-Day und dann dürfen die Kinder auf der schwarzen Null rumkauen. Hauptsache, wir haben nichts überstürzt. Drittes Beispiel. Da der Herr Dün noch nicht genug abbekommen hat, mit dem kleinen Lob, das er vorhin bekommen hat, auch wenn es irgendwie anders gemeint war. Das war ein ehrliches Lob. Okay, dann bin ich umso verwunderter. Gerald Düns Glasfaserdesaster, des Kupferkabels Salat, nächster Akt. Was ist passiert? Gut, da muss man jetzt vorsichtig sein, weil passiert ist ja echt wenig. In Südkorea ist was passiert, in Litauen ist was passiert, in den Niederlanden ist was passiert. Bei uns geht es eben nicht voran mit dem Glasfaserausbau. Da frage ich mich, warum liegen wir eigentlich so weit zurück? Warum passiert hier eigentlich nichts?
Seit Jahren werden alle möglichen Argumente herangezogen, um den Umstieg auf das Gigabit-Glasfaser-Internet zu verhindern. Aber der einzig wahre Grund ist doch, dass Sie feige sind und bequem sind. Ich darf das jetzt nicht sagen, oder? Ich versuch's mal. Es ist schon gut, dass Sie mit Vorsicht daran gehen, Herr Kollege. Ich lasse Vorsicht, weil ich versuch's. Ich sag's mal so, Sie kriegen eine Telekom dahin, wo die Sonne nicht scheint. War das okay? Ich habe das böse Wort rausgenommen. Das kann man philosophisch interpretieren. Mit dem aktuellen Ausbautempo schaffen wir es Mitte nächsten Jahrzehnts, alle Haushalte an das 50 Mbit-Netz anzuschließen, auch im ländlichen Bereich. Das ist das Mindestziel. Nicht schnelles Internet, 50 Mbit. Gut, einige von Ihnen glauben, 50 Mbit, das wäre schnell. Und da soll einer sagen, Politiker hätten keinen langen Atem. Also diese Landesregierung hat einen sehr langen Atem, denn Frau Kraft denkt bis 2175. Wenn ich nämlich das heutige Ausbautempo des Glasfasernetzes nehme, dann komme ich 2175 auf ein voll ausgebautes Glasfasernetz in Nordrhein-Westfalen. Für die CDU, das sind 40 Legislaturperioden von Angela Merkel. 40. Aber vielleicht, Frau Kampmann, schaffen Sie es ja bis dahin, das Kiebitz zu erneuern. Das wäre ja auch was. Also, unser Vorschlag, wir müssen jetzt investieren und Sie haben den Änderungsantrag vorliegen. Wir brauchen insgesamt, so sagen die Berechnungen, 8,6 Milliarden Euro, strecken das auf 10 Jahre. Wir brauchen dieses Jahr 860 Millionen Euro im Haushalt und wir haben einfach keine Zeit mehr. Sie legen da jetzt eine Gigabit-Strategie vor, aber Sie sagen nicht, wie Sie es finanzieren sollen. Das schnelle Internet ist doch inzwischen genauso wichtig wie ein Stromanschluss und ein Wasseranschluss. Und wir haben doch letzte Woche gesehen, was passiert, wenn die Leute plötzlich kein Internet mehr haben. Und wenn dieses völlig natürliche, ich mache meinen Rechner an und ich bin im Netz, plötzlich nicht mehr vorhanden ist, als die Telekom-Router angegriffen wurden. Glasfaserzugang muss öffentliche Daseinsvorsorge sein und da muss sich das Land drum kümmern. Und wir brauchen die Mittel jetzt. Wir brauchen ein Netz in Bürgerhand. Das können wir hinterher sogar wieder verpachten an die heutigen Netzbetreiber. Und dann refinanziert sich das sogar fast auf lange Sicht. Und das wäre zukunftsweisende Politik. Und ganz ehrlich, das ist so wichtig, wenn Sie hier den Antrag ablehnen und wenn Sie uns auslachen, so wie es im Haushalts- und Finanzausschuss passiert ist, dann machen Sie einfach ein Programm der NRW-Bank, dann kriegen wir das auch hin. Das schaffen Sie auch mit Gute Schule 2020 oder jetzt auch den Unikliniken. 516 Millionen für Modernisierung, ja, da sollten ja 860 Millionen für Glasfaser kein Problem sein. Ich hoffe, dass die Schattenregierung der NRW-Bank hier auch irgendwo zuhört und sich einfach mal anguckt, was wir hier vorschlagen. So ein paar Programme können Sie ja dann machen. Gut, lassen wir das weg. Wissen Sie was? Das Problem ist doch ein ganz anderes. Das Problem ist doch hier, dass wir an einem massiven Braindrain von IT-Experten leiden in diesem Land. Dass es keine Zukunft mehr für die wirklich gut ausgebildeten Menschen gibt. Es gibt einen Artikel vom WDR, 13.12., der Titel lautete, IT-Experten zieht's weg aus NRW. Und der WDR redet davon, dass die Menschen in den Süden Deutschlands abwandern. Ja, wir bilden in NRW vergleichsweise sogar gut aus. 6 von 10 der besten Hochschulen sind in Nordrhein-Westfalen. Aber was nützt uns das, wenn die Leute danach hingehen und die Intelligenz, die da ausgebildet wird, aus NRW einfach verschwindet, weil die Landesregierung sie vertreibt? Ich weiß nicht, warum niemand diese Probleme sehen will. Und gerade dieses Problem. Wir streiten hier über die Probleme von gestern. Wir streiten hier über Arbeitsplätze und Wachstum. Und wir streiten hier über die Dinge, die Löcher, die wir stopfen müssen, weil die Landesregierung es nicht geschafft hat, vorher zu investieren. Und jetzt gehen die Hochqualifizierten weg aus Nordrhein-Westfalen, obwohl sie doch so wichtig wären für die Verwaltung, obwohl sie so wichtig wären für die Wirtschaft. Aber Nordrhein-Westfalen, Sie bieten einfach keine Perspektive für die jungen Menschen. Das ist eins der Probleme, über die wir reden müssten. Was tut denn Hannelore Kraft für diese Leute? Was tut Karel Dün für diese Menschen? Da gibt es jetzt diese Hubs, für die man sich so abfeiert. Mit diesen Hubs will man die Old Economy und die New Economy irgendwie zusammenbringen. Also es ist ungefähr so, als wenn Sie
Mercedes und Uber an einen Tisch bringen wollen. Beide wollen ja irgendwie Menschen von A nach B bringen. Aber da lacht sich Uber doch kaputt. Uber will einfach nicht mit Mercedes zusammen. Uber hat ein ganz anderes Geschäftsmodell als Mercedes. Was wir doch eigentlich bräuchten, ist doch eine Art digitale Genossenschaften. Wir bräuchten etwas, wo sich Menschen zusammenschließen, wo wir es schaffen, dass wir nicht diesen Plattformkapitalismus haben, der im Moment herrscht, wo das Geld alles abfließt, sondern wo wir Menschen haben, die vor Ort zusammenarbeiten, wo lokale Fachkräfte in Konzepten zusammensitzen und wo sie dann am Ende diese Arbeitskraft hier halten, wo sie die Steuern hier halten, wo sie die Intelligenz hier halten. Das wäre eine Lösung für Nordrhein-Westfalen. Aber sie haben überhaupt keine Antwort darauf. Null. Sie reden stattdessen von der Reindustrialisierung. Der Stahlstandort Nordrhein-Westfalen ist total wichtig. Klaus Kleber hat in der Doku über Silicon Valley als letzten Satz etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, Bremsen allein wird nicht reichen. Die Reindustrialisierung, die bringt uns eben nicht nach vorne. Sie belügen die Menschen, wenn sie sagen, Kohle und Stahl, das ist die Zukunft. Kohle und Stahl sind nicht die Zukunft. Die Zukunft ist IT und die Zukunft ist digital. Und die Zukunft, die ist sozial und die Zukunft ist kreativ. Die Landesregierung will weiter Geld in Kohle stecken. Schwarz-Gelb will weiter Geld in Kohle stecken. Wir brauchen Kohle in die Köpfe gesteckt und nicht andersrum. Und ja, ich rede hier von der langfristigen Politik, die bei diesem Haushalt anfangen muss. Doch, aber ob der hier in diesem Land produziert werden muss, das ist die wichtige Frage. Und ob hier genug Arbeitsplätze sind, dass man damit die ganze Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen stützen kann, das ist die Frage, wenn man die digitale Zukunft einfach verschläft und den Menschen erzählt, dass sie noch über Jahrzehnte von Kohle und Stahl leben können. Denn da werden die Menschen einfach belogen. Wir reden hier über Braunkohle, die nächsten 20 Jahre reden wir nicht, oder wie? Ja, wir reden über beides. Wir reden über den Stahlstandort Nordrhein-Westfalen und über Braunkohle für die nächsten 20 Jahre, wo die Grünen es nicht schaffen, auszusteigen. Ich sag's mal so, ich tue noch ein paar Zettel weg und sag's mal so, wenn Hannelore Kraft es schafft, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel progressiv wirkt, dann ist in diesem Land Glück auf. Danke, Herr Kollege Marsching.